Japke und Kathleen Weser, Reporter von der Lausitzer Rundschau. Und wir sind heute hier, um zu schauen, ob das Essen nach Rosins Restaurant tatsächlich so gut ist, wie es aussah. Also wir haben jetzt bestellt einen Bruschetta Mühlen-Style und einen Plinz mit Apfelmus. Ich muss tatsächlich sagen, dass wir schon seit fast einer Stunde hier sind und jetzt das Essen bekommen haben. Aber es ist auch sehr, sehr voll. Ist vielleicht auch nicht so unerwartet, wenn man bedenkt, dass erst neulich die Folge lief bei Frank Rosins Restaurants. Also wir wollten testen, ob das wirklich so ist, wie es im Fernsehen gezeigt wurde. Ob das Essen so schmeckt, das Ambiente so gemütlich ist und der Service auch wirklich so freundlich ist, wie es bei Frank Rosins Restaurants gezeigt wurde. Es hat geschmeckt. Der Plinz war tatsächlich in Eierkuchen, aber er war lecker und war sehr appetitlich angerichtet. Wir hatten auch Gäste am Tisch natürlich. Wenn man draußen sitzt, kommen die Wespen zu dieser Jahreszeit natürlich mitessen. Es war gemütlich, Service. Service in Ordnung, aber wir haben natürlich ein bisschen sehr lange auf das Essen gewartet. Man muss tatsächlich sagen, dass dadurch, dass die Sendung neulich erst lief, war es heute sehr, sehr, sehr voll. Und dadurch war natürlich auch der Service ein bisschen gestresst, würde ich beinahe sagen. Aber andererseits ist es ihnen zu verdenken, wenn die ganzen Leute hier reinstürmen und das ebenso wie wir mal testen wollen, ob es wirklich so ist. Dafür hat am Ende trotzdem alles gut geklappt. Wir haben gut gegessen, gut gesessen und es war ein sehr netter Nachmittag. Die Bruschetta ist sehr lecker auf jeden Fall. Und die sieht genauso aus wie bei Frank Rosin. Ja.